Meine lieben Schlingelses, meine lieben Schlingelinnen, ich habe mir überlegt, wir könnten mal ein Let's Play auf diesem Kanal starten und da habe ich mir was Klassisches ausgesucht. Wie ihr wisst, dauert es nicht mehr lange, dann kommt Diamond and Pearl im Remake raus. Das ist jetzt noch etwas mehr als ein Monat. Und da habe ich mir gedacht, hey, da kannst du schon ein paar Videos vorprogrammieren. Ich bin ja jetzt 6 Wochen lang nicht da und da passt das eigentlich ganz gut, wenn ich hier eine Serie vorproduziere und die dann peu à peu online stelle. Und so wird die Zeit auch ein wenig verkürzt und versüßt bis zum Release. Ja, und ursprünglich wollte ich tatsächlich Pearl spielen, also das klassische Pearl, jedoch wollte der Emulator nicht so, wie ich das wollte. Und hat keinen Sound abgespielt, da hatte ich mir keinen Bock drauf. Und da habe ich gedacht, weißt du was, dann spielen wir ein anderes klassisches Game. Und da schauen wir uns jetzt das Intro gemeinsam an. Ich finde, das ist ein mega geiles Intro. Die Kristalledition ist es natürlich. Wir wollen gleich ein neues Spiel starten. Und zwar, obwohl, jetzt hat er es angenommen. Bin ich ein Junge oder bin ich ein Mädchen? Ich würde sagen, Junge. So ist es. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Also, wir haben jetzt aktuell 11 Uhr nachts. Ja, was? Nacht 11 Uhr? Ja. Wie viele Minuten? Ja. Geht schon ganz stark auf 12 zu. Nee, ich hätte rückwärts gehen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Ist aber egal. Wow, 55 Minuten. Ja, schon. Schon. Nacht 11:55 Uhr. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Stimmt, Bro. Stimmt. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. So ist es, Bro. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wissen wir. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Stimmt, stimmt. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Guter Mann, bester Mann. Wie lautet dein Name? Na, also. Ich bin der gute. Aber wer sonst? Ja? Ende. Aber bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Okay, Bro. Bis später. So, wie immer gehen wir erstmal an den PC. Mal schauen, ob es hier natürlich auch so ist. Oh, hier gibt es gar keinen Trank. Oh, das ist ja traurig. Oh, das war. Okay, der hat hier alles so einen Speed-Boost. Das finde ich nicht so geil. Oh, Baba! Unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte dir. Möchte der. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Na, so ein Glück aber auch. Da hast du ihn. Ach, danke, Mama. Baba erhält Pokécom. Oh, das wurde auch mal Zeit. Pokécom oder einfach nur Pokécom? Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch gar nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Es ist noch 3 Minuten vorher. Freitag. Freitag, oder? Ja, ist Freitag. Haben wir Sommerzeit? Ne, wir haben Winterzeit. Ja, das passt. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Klar, Mama. Muss man nicht einfach den Pokécom einschalten und das Telefonsymbol aus anwählen? Telefonnummern werden gespeichert?
Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Toll, Mama, wie du mein Nein einfach ignorierst und mir trotzdem erklärst, wie das Gerät funktioniert. Bitte, was soll man dazu sagen? Ja, wunderbar. Mama, hast du vollkommen recht und so, ne? Läuft soweit. Guten Abend, Baba. Ich bin zu Besuch. Baba, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Linds Assistentin werden. Oh, sie liebt Pokémon von ganzem Herzen. Das ist löblich. Also ich werde sie ganz bestimmt nicht davon abhalten. Schon okay. Dann gehen wir mal zum Professor Lind. Moin, Prof. Baba, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Baba. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlesen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Klar, Bro. Danke, Baba. Logisch. Du bist mir eine große Hilfe. Auf mich können sie zählen. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Klar, Bro. Oh, hey, ich habe eine E-Mail. Okay. Hör gut zu. Ich gebe dir einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er einige eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment. Ich hab's? Baba, könntest du der Sache nachgehen? Son of a bitch, I'm in. Ich möchte, dass du eines der Pokémon aus einem dieser Bälle trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémon sein. Baba. Ich finde es so blöd, die Zeilenumbrüche sind sehr schlecht gewählt. Das heißt, du kannst es nicht mal flüssig lesen. Gut, ich kann sowieso nicht sehr gut lesen, aber das erschwert es schon ganz schön. Egal. Such dir einen aus. So, wir hätten einmal ein Iglavar. Nein. Wir gucken uns das erstmal an. Ja, die suchen einen Partner. Also wichtig, das habe ich schon verstanden, ist schon klar. Dann hätten wir das gute Kanimani. Und zu guter Letzt hätten wir das gute Endivir. Das heißt, es sind die Starter der zweiten Generation. Ich werde mich entscheiden für... Oh, will ich Impergator oder will ich Tornupto wählen für das Spiel? Ich mach's wie Speedrunner, ohne einen Speedrun zu machen. Ich nehme Kanimani. Ganz klar. Willst du Kanimani, das Wasser-Pokémon? Of course. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Finde ich auch so. Ich habe einen Kanimani erhalten. Geiler Typ. Möchte ich meinen Spitznamen geben? Nein, wir machen keinen Spitznamen. Spitznamen sind doof. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort. Der Weg führt dich durch... Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall, dass... Hier ist meine Rufnummer. Ruf an, wenn es etwas gibt. Okay, Bro. Number saved. Gut. Ist dein Pokémon verletzt? Solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen? Benutze es so oft du willst. Ja, steht auch im Pokémon Center. Aber ich zähle auf dich. Kannst du ja mich verlassen, Bro. Aha, was will er? Baba, ich möchte, dass du das mitnimmst. Aha, hier gegen wir so den Trank. Nicht auf PC, sondern hier. Okay. Baba steckt Trank in die alte Tasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Ja, ist okay, Bro. Dann mach doch weiter und lass mich hier mal schaffen. Wer lungert denn da? Wer lungert denn da? Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Was starrst du so? Ja, hey, Kollege. Ja, Kollege Schnürschuh, mach mal nicht so. Hier. Pokémon verstecken sich wohl im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. Glaubst auch nur du, Bro. Genau jetzt tauchen sie auf. Hut, Hut. Ich fand seine Augenbrauen jetzt eben ein bisschen geil. Geile Animation.
So, dann kratzen wir mal los, ha? Huh? Bäm. Ui. Volltreffer, gleich zu Beginn. Läuft bei mir. Wunderbar. Down. Ich mag die Melodie. Ja. Machen wir noch einen Hot-Hut. Ich meine, ich will ja family-friendly Content bieten. Das ist ja durchaus richtig. Aber sehen die Augenbrauen nicht ein bisschen aus? Also ich meine, ich finde sowieso, dass Hut-Huts Augen mit den Augenbrauen sieht aus wie zwei überkreuzte Symbole für männlich. Ist jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Folgerichtig sieht das wackeln. Egal. Reden wir darüber, nicht rüber, ne? Machen wir einfach mal weiter, mal sehen, was passiert. Es war das letzte Grasfeld. Echt jetzt? Eine Radfahrt. Das Schöne ist, hier können wir uns sogar schon wild Shiny-Pokémon begegnen. Ab der zweiten Gen war das möglich. Mal sehen, ob wir bei diesem Let's Play eventuell sogar ein wildes Shiny finden würden. Das wäre echt cool, das würde ich feiern. Sehr hart sogar feiern, muss ich sagen. Aber mal schauen. Es ist leider nicht garantiert. Ja doch, klar, eins ist garantiert, aber das, da kommen wir später in der Story noch dazu. Ich meinte jetzt noch einen Random Encounter. Achso, hier oben kann ich noch keinen. Was erzählt er mir so? Jo, wie geht es deinen Pokémon? Sind sie schwach? Und du bereit zu kämpfen? Halte dich vom Gras fern. Jo, nö, nö, die sind soweit ganz okay. Alter, was ist das für... Okay, das ist ja absoluter Glitch-Mode, was da abgeht, ey. Ich dachte eigentlich, das wäre sowas ähnliches wie die Turbo-Treter, aber diese Speed-Taste ist ja mal richtig bescheiden. Wenn es so weitergeht, verlassen wir das hohe Gras auf Level 25 oder so und das Pokémon gehorcht mir gar nicht mehr, weil es einfach zu hoch für mein Trainer-Level ist. Kann wirklich sein, dass solche Random-Accounter auch einfach mal ein bisschen upspeede beim Video dann. Das muss ich mir nochmal anschauen. Je nachdem. Ich muss ja sowieso noch schneiden und nachbehandeln. Bearbeiten und so weiter. Was erzählt er mir? Ich wollte eine Pause einlegen. Darauf habe ich meinen Spielstand abgespeichert. So, das ist definitiv sehr löblich, mein Kollege. Du kannst die Stufen nicht hinaufklettern. Du kannst die aber hinunterspringen. Oh. Wow. Und sie als Abkürzung benutzen. Ja, das weiß ich. Das. Halt. Ach so, okay. Deswegen hat er mir das erzählt. Der Honk. Ich wusste nicht, dass man auf den ersten Routen mit den AP so aufpassen muss. Na gut. Level 7, fast incoming. Läuft soweit. Das richtig Gemeine wäre, wenn ich jetzt schon einen random Shiny Encounter hätte, denn ich habe ja noch gar keine Bälle. Wenn das so weitergeht, muss ich nochmal einen Encounter-Counter einfügen oder so. So, Level 7, wunderbar. Das ist doch geil. Oh, Raserei auch schon. Ein Stack-Move, sehr nice. So, Apriko, was für eins kriegen wir? Ne, eine Beere, okay. Sind ja gar keine Aprikos. Hut-Hut again. Wunderprächtig. Ach, naja, Raserei ist ja ein Stack-Move. Der ist am Anfang eher so schwach. Hier nehmen wir erstmal gegen die Level 2-Pokémon Kratzer. Na, fehlgeschlagen, nicht schlecht.
Wunderbar. Warum? Endlich. Na, was weiß er hier, der weise Mann? So ein Anfänger, oder? Es ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Na komm, mach mal, Bro. Also gut, folge mir. Das ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst, wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Ja, kann schon sein. Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Okay, danke, Bro. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Stimmt. Hier, das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Das Kartenmodul läuft. Der Pokécom von Papa verfügt nur eine Karte. Ja, okay. Der Pokécom wird vielsichtig, wenn du in den Pokémon erweiterst. Okay. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. Alles klar, Bro. Gehen wir erstmal ins Pokécenter. Füllen die AP von meinen Attacken auf und die KP von meinem Pokémon. Jawohl, das sind sie. Dann gehen wir mal am Markt und schauen mal, ob sie schon Bälle haben. Nein, haben sie nicht. Natürlich nicht. Das wäre ja zu schön gewesen. Na, achso. Ich wollte jetzt einfach nach oben drücken, hat gehofft, das geht, dieser Sprung, aber das funktioniert hier leider nicht. Ah, wo laufe ich denn hin? Da guckst du einmal da auf dem Bildschirm und schon rennst du irgendwo hin. Weißt du, dass Pokémon Bären fressen? Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Das ist ein vernünftiger Zug von dir. Wunderbar. Such in Bäumen nach Bären. Die fallen einfach herunter. Ja, das weiß ich. Jawohl, eine Beere. Surprise, surprise, nachdem er gerade von Bären geredet hat. Naja, ist ja auch egal. Man ist schon verwöhnt, wenn man echt die Blinkträter gewöhnt ist und einfach dann B gespammt hält und sich einfach schneller bewegen kann. Es fehlt halt hier leider noch in der Generation, denn da gab es das leider noch nicht. Jetzt bei dem Heuler-Effekt Kanimani in Rot sah ja auch cool aus. Ich weiß, es wird natürlich nicht passen zum Typen, aber in Rot sah das auch sehr cool aus. Volltreffer. Danke. Das war irgendwie. Achso, da ist ein Trainer, den lassen wir erstmal kurz aus. Oh, ein Quaffel. Schau an, schau her. Blubber dürfte mir nicht viel dürfte bei mir nicht viel anrichten, so rum ist richtig, denn ich habe ja selbst den Typ Wasser. Von daher. Ist Resistance. Aber stetig. 1 KP, 1 KP. Der Kampf zieht sich aber ganz schön, du. So, geht doch. 44 EP. Wow, Level 8 sogar schon. Stark. Sehr nice. Hut again, Hut. So, los, Kanimani, let's go. Dann scratchen mal weg den Bro.
Another Scratch. Wunderbar. 24 EP, so muss das sein. So, ist es jetzt schon das Haus von... Jawohl. Hallo, du musst da mal sein. Professor Lind sagte, dass du bereits, dass du vorbeikommen würdest. Klar. Professor Lind soll das hier untersuchen. Baba erhält Rätselei. Baba steckt Rätselei in Basis-Systemtasche. Ich kenne ein Paar, das ein Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Okay. Bro. Aha, da bist du also, Baba. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meine alten Freunde Mr. Pokémon. Meinen alten Freund Mr. Pokémon, so ist es richtig. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt. Also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Aber er hält Pokédex. Geht doch, Bro. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Baba, ich zähle auf dich. Alles klar, Bro. Kehrst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ich bin auf dich angewiesen. Okay. Mal schauen, ob ich dich hängen lasse, Bro. Oh, ein Anruf. Professor Lind. Hallo, Baba. Welch Unglück. Es ist schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein, bitte komm schnell zurück. I'm a man on a mission. Let's go. Ja. Oh. Ich habe ihn gerade eingesammelt. Ein Gegengift. Not bad. So, mal wieder ein Hothot. So viele, wie ich jetzt schon encountert habe, hätte schon Shiny dabei sein müssen. Oh, Tackle. Wow, 2 KP zieht er mir. Das ist schon böse. Wunderbar. So, jetzt müsste aber, da kriege ich hier an erst Pokebälle, wenn es... Ah, ich dachte, das funktioniert schon. Schade. Okay. Das hätte ja klappen können. So, jetzt dürfte sogar der erste Rivalenfight kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jawohl, genau so ist es. Was ein Pokémon aus dem Labor? Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Serious, Bro. Serious. Ich finde diese Pose so, naja. Möchte kämpfen. Aha. Oh nein, er hat den Pflanzenstarter, wo ich doch den Wasserstarter verwendet habe. Wie konnte das nur passieren? Egal, ich kann sogar mit Kratzer gleich schon ziehen. Oder brauche ich sogar Raserei? Nur mal schauen. Ja, haben wir ja noch so viel. So. Keine Sorge. So, ich verfalle in der Raserei. Und da ist es so, dass von Runde zu Runde die Attacke deutlich stärker wird. Das heißt, die jetzige Runde ist der Finishing Move. Bam. Na gut. So. Oh, 67 EP. Level 9.
Sehr gut. Bin ich froh über deinen Sieg? Ja, bin ich doch recht. Mein Name ist... Fragezeichen. Habe ich vergessen, wie ich heiße? Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Na gut. Ich werde erstmal der weltbeste Pokémon-Heiler sein. Ich sehe jetzt gerade, meine Aufnahmezeit ist ungefähr bei 25 Minuten. Naja gut, nach dem Schnitt ist vielleicht noch so 22 Minuten oder so. Ich habe doch ein, zwei Hassblatt drin gehabt. Denken wir, dass wir immer so die Dreiviertelstunde eine Folge machen werden und dann mal schauen, wie viele Folgen dabei rauskommen am Ende. Und über wie viele Wochen ich sie teilen muss. Muss ja was kommen. Und es ist ein Hut. So ein Zufall. Los, Kalminemani. Setz deinen Kratzer ein und zeige ihm, was eine Hake ist oder so. Wunderbar. So, halt, stopp, wir wollen darüber. So, was ist jetzt mit dem armen Professor passiert? Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe vom Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langem roten Haaren. Wait a minute. I've seen something like that. Wie? Du hast einen solchen Trainer gekämpft? Hat er auch seinen Namen genannt? Ich meine mich zu erinnern, dass er den klangvollen Namen Popo trug. Ich meine mich zu erinnern. Ja, ich bin über 30, ich mach Popo-Witze. Okay, dein Name war also Popo. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Kein Ding, King. Kein Ding von King. So, Prof. Aber es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon der Großes entdeckt? Was für ein Cut war das denn jetzt? Das ist so schrecklich. Was hat er denn entdeckt? Aufmerksamkeitsspanne von der Schmeißfliege, oder was ist los? Aber übergibt Professor Lind das Rätselei. Hier? Ja, schon. Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Als ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Mr. Eich hat ja einen Pokédex gegeben? Ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, aber es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Standen da noch irgendwelche Zweifel, Bro? Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arena annehmen. Die nächste Pokémon-Arena findet sich in Violia. Aber der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Okay. Was willst du? Ich denke, du musst arbeiten, Kollege. Papa, benutze oft... Was ist dies auf deiner Pokédex-Reihe? Oh. Pokéball. Nur einen? Ja. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu lesen. Ja, das weiß ich, aber jetzt wollte ich doch gerade mal gucken. Wie viele hat er mir denn gegeben? 5. Na, damit kann ich leben. Das ist okay. Stopp, wir waren ja das große Haus. Mutter, ach da ist er. Am Herd, wo sonst? Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer? Okay. Auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ja, Mama. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team auftreten, also mach's gut. Okay, Mom.
Sie weiß, was sie tut. Sie ist eine Nette. Manchmal. Was willst du denn von mir? Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Ja, stimmt. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Nein, ich weiß das, danke. Oh, in Ordnung. Egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. Okay, Bro. Dieses enttäuschte. Oh, nun gut, dann eben nicht. Ich weiß nicht, warum man Hutut gleich fangen. Es ist halt jetzt nicht so der Brüller, aber egal. Ich meine, wir können ja unser Team ständig durchwechseln, so ist es ja nicht. Es muss ja nichts Final sein. Gut. Hutut. Wollen wir die Pokédex-Einträge durchlesen? Nein. Nee, das muss nicht. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Wie gesagt, Spitznamen machen wir nicht. Jetzt dürften wir aber Pokébälle kaufen können im Markt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Wollen wir einen Rapplatz fangen? Nee, wollen wir nicht. Auf keinen Fall. One-Shot. Sehr nice. Die Erfahrungspunkte nehme ich sehr gerne mit. Ah, mir fehlen die Turbo-Drähter. Das ist echt so. Bist du so überhaupt nicht mehr gewöhnt? Unglaublich. Ja, jetzt kommen wir doch wieder. Was? Achso, ich dachte, der macht das Maximum. Wie können wir uns denn holen? 15? Ah, gönnen wir uns. Ah, hier gibt es ja noch gar keine Premierwelle. Stimmt ja. Da war ja was. Auch sowas, woran man sich gewöhnt hat, was es aber nicht mehr gibt. So. Hier unten gibt es ja eigentlich nichts. Quatsch, dahin. Komm. Und die Karte. Genau, hier bin ich. Wir müssen die Route 30 und 31. Ey. Und dann nach Violia City. Also würde ich sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch bis zur nächsten Arena. Hätte ich jetzt mal gesagt. Nee. Wenn ein Quapsel kommt, das würde ich gerne mitnehmen. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Denn Quappo mit Kampfwasser wäre schon cool. Weil ein reines Wasser-Pokémon haben wir schon dann mit Tornupto nachher. Nicht Tornupto, Quatsch. Mit Impergator. Ja, genau. Hanimani, ja, doch. Und ich hätte auch einfach mit meinem Starter sagen können, das hätte auch gereicht. Oh, unser erster Trainerkampf. Lass uns kämpfen, let's go. Ein Teenager, der Julian. Hello, Bro. Ein Radfahrz. Ob ich das schaffe. Mal schauen. Den Kratzer. Gut, er ist schon Level 4. Da kann schon vielleicht ein bisschen was aushalten. Ach, mit Rutenschlag macht er mir auch nicht wirklich Aua. Von daher ist es egal. Wunderbar. Kanemani wieder 48 EP, kurz vor Level 10. Top. Mal sehen, ob wir die erste Wasserattacke lernen, bevor wir die erste Arena kriegen. Jawohl, du willst auch kämpfen. Aber positiv denken, jetzt gibt's Cash. Ich finde es auch mit dem Battlefield da so als Hintergrund, als Animation finde ich schon cool. Der Teenager Burkhardt. Na, Burki, was hast du denn? Ein Taubsi hat er, also so. So, Kratzer.
One-Shot. Nice. Und Level Up. Noch nicer. Kann ich mitleben. Radfahrts. Möchte ich wechseln? Nein. Ich werde es ja wahrscheinlich auch so machen, dass ich das Playthrough hier so mache. Dass ich einfach, wie früher, einfach das erste Pokémon so hochziehe, dass es einfach alles besiegt. Ja. Gut, ich muss auch sagen, mit Hoothoot habe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Pokémon, wo ich sage, das will ich unbedingt ja, auf Maximum pushen, um mein Team so gut wie möglich zu machen. Das hilft mir auch nicht wirklich gegen die Arena. Denn Falk ist ja der erste Arena-Leiter und das ist eine Flugarena und da hilft der mir kaum, der gute Hoothoot. Das gute Hoothoot. Aha. Ah, wäre ich doch so an ihm vorbeigelaufen. Egal. So, der Käfersammler Uli. Oh, hoffentlich werden wir nicht vergiftet. Gut, bei Robby jetzt eher weniger, aber wenn er Hornio hat, müssen wir schon aufpassen. Hm, fast. Zieht mir schon ganzen KP ab. Wahnsinn. Ja. Und es kommt noch ein Raupi. Okay. Leider nur mit Crit One-Shot möglich. Naja. Mhm. Auch ihn wieder aus dem Weg geräumt. Ah, oh, du bist so stark. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich bin halt schon ein tighter Typ. Ah, da braucht es jetzt Herr Schneider. Oh, ein Nebulak. Do you see the new team member? Ach, geht gerade überhaupt? Ah, nee, hat keine Wirkung. Verdammt, da war ja was. Na gut, dann machen wir es anders da. Green Para? Ne. Ah, wir versuchen einfach so zu fangen. Ich dachte jetzt eigentlich mit Level 5, das wäre zu schwierig, aber ich denke mal, das könnte was werden. Das Blöde ist, wir können hier natürlich nicht tauschen, um Gengar zu kriegen. Das ist sehr schade. Ah, noch Hypnose. Dein Ernst? Ja, schläft. Das ist blöd, ich habe noch keine Wasserattacke. Wasserattacke trifft ihn. Wir haben jetzt Nebulak im Team. Also das würde ich definitiv sogar ein bisschen hochziehen wollen. Nebulak ist klasse. So, nein. Jetzt möchte ich auch mal gucken, was er für Attacken hat. Ist schon das Gengar-Sprite, auch nicht schlecht. Status. So, schauen wir uns mal an. Es hat... Ups. Hypnose und Schlecker. Schlecker hat halt die Möglichkeit zu paralysieren, das ist schon mal ganz cool. Und Hypnose halt einzuschläfern. Kann man immer mal gebrauchen. Probieren wir mal, vielleicht kriegen wir den Guten ja noch ein bisschen trainiert. Wenn du auf Encounter wartest, kommt natürlich nichts. Danke. Ein Weberak. War das schon immer so grün? Ja, es war schon immer so grün, aber es sieht irgendwie doch so ein bisschen shiny aus in dem Sprite. Es war jetzt leicht verwirrend. Da es halt noch ein Level 5 ist, ist halt der Damage noch nicht so hoch bei meinem Nebulak. Leider. Versuche auch nicht zu lang zu grinden. Also wenn, dann werde ich eher versuchen, off-screen zu grinden. So. Atemschuss bringt sowieso nichts, das ist gut. Solange es jetzt keinen Giftstachel einsetzt oder sowas. Wobei, bei Nebulak dürfte es auch nicht so effektiv sein.
meine ich. Naja. So. Sehr schön. 30 EP. Nur damit kann ich doch leben. Zwei solche Kämpfe und wir haben Level 6 schon mal. Nicht schlecht. Quapsel. Ach, verdammt. Quapsel kann ich ja gar nicht einschläfern. Verdammt. Da muss ich so mal ein bisschen versuchen runterzuziehen. Oh yes, Para, sehr schön. Da habe ich schon paralysiert und trotzdem keine Full Para. Ist das doch so zum Mäusemelken. So, einmal müssen wir noch angreifen. Dann dürfte es safe drin bleiben, denke ich mal. Schade, dass es hier dafür keine Erfahrungspunkte gibt, wenn du ein Pokémon fängst. Das ist halt bei den neueren Spielen dann schon ein bisschen cooler. Da ist das Level auch ein bisschen leichter. Könnte ja von mir aus immer nur das erste sein. Also so ganz so... Ach, egal. So, Quapsel haben wir. Läuft. Nice. Sehr nice. Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Aber ich möchte jetzt noch einmal kämpfen, denn ich möchte mein Nebulag endlich auf Level 6 zumindest haben. Das wäre schon cool. Na, Nebulag again. Wunderbar. Oh. Macht das gefühlt immer weniger Schaden? Alter, nicht mal die Hälfte. Aber es kann uns noch nicht mal angreifen. Von daher ist das ganz gut. Crit, crit. Nice. Sehr schön. So, jetzt haben wir zumindest schon mal einen. Was haben wir hier? Einen Trank? Naja, warum nicht? Den nehmen wir da mit. So. Dim, 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 dim. Oh, da kommen wir ja gar nicht hinter. Halt, stopp, ich will erstmal hier. Die Dunkelhöhle. Und warum heißt die Dunkelhöhle Dunkelhöhle? Weil sie dunkel ist. Genau. So. Jetzt irgendwo falsch abgebogen? Da komme ich nicht dahinter. Oder 30. Nee, ich komme nicht dahinter. Ich muss jetzt durch die Dunkelhöhle durch, ohne... Hä? Habe ich doch irgendwas vergessen? Oder irgendeine Abzweigung verpasst oder was weiß ich was. Geh mal aus dem Weg, Bro. Und da gibt er mir irgendwie Blitz. Aha. Okay. Naja. Ja, lass. Ach, stimmt. Ach, ich kam auf der anderen Seite. Oh, das war jetzt ein Fail. Na egal. Ist halt einfach so. So, ein Vibrak. Ich meine, die Vibraks sind halt echt ganz praktisch, um das Gengar ein bisschen hoch. Ach, das Gengar, Quatsch. Das Nebulak ein bisschen hochzuziehen. Denn das wird definitiv auch ein Pokémon sein, neben Quapsel, was uns bis zum bitteren Ende begleiten wird, gehe ich mal stark davon aus. Denn so habe ich schon mein Geist-Pokémon, ich habe ein Kampf-Pokémon, ich habe ein Wasser-Pokémon als Starter.
ist schon keine schlechte Kombination fürs Late Game. Denn gerade beim Typ Geist wird sonst ziemlich eng. Und da wir wissen, dass Geist gegen Psycho und Geist effektiv ist, ja, sollte man das mitnehmen. Na komm jetzt, Thies. Na geht doch. Wunderbar. Hui. Passt. Was sonst? Was sonst? Das Schöne ist, momentan läuft es eigentlich so gut, dass ich im ersten Angriff das gute Weberak einschläfe und dann permanent nur noch drauf spam, weil es einfach durchschläft. Die Taktik funktioniert aktuell noch richtig gut, muss ich sagen. Vielleicht werde ich den guten Falk auch so angehen. Mal schauen. Läuft soweit. Ah, da brauchen wir noch. Oh, ist aufgemacht. Oh, Giftstarren. Aber nicht vergiftet. Wunderbar. Dann hätten wir schon Level 7. Sehr schön. Hallo? Zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. Ja, dann mach das doch mal. Oder hätte ich ihr jetzt meinen Pokécon leihen müssen? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, dann wollen wir gleich mal die Pokémon heilen. Und wir lassen Nebula gleich vorne. Denn in der Arena können wir natürlich gleich noch ein paar EP mehr sammeln. So, wo ist jetzt die gute Arena von diesem Falk? Ich habe auch Rot und Gold schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist First Try seit Kindheit, glaube ich. Oder dürfte es sein? Ah, da ist er. So. Also die Arena-Theme ist ziemlich cool. Die ist echt cool. Sie ist nicht die vom Fight, das ist ja aber dieselbe. Aber die Main Arena ist schon geil. Ein Habitat. Cooles Sprite. Level 9 sind die schon. Na ja, gut, also wenn ich Glück habe und ich kriege ihn hypnotisiert. Jawohl, das ist auch so. Dann kann ich ihn eventuell mit Schlecker wegziehen. Vielleicht. Und gegen Level 9. Oh nein. Dann müssen wir leider wechseln. Aber kann wenigstens die... ach stimmt, das... Ach, Habitat ist ja normal. Oh, ganz vergessen. Das ist ja in der Edition dann schon so... Jo, jetzt dürfen wir das Thema eingreifen oder was? Muss ich jetzt vorher nochmal, bevor ich den Blatt mache, nochmal ins Pokécenter oder was? Jo. Natürlich sind Volltreffer, was sonst? Danke. Ich dachte eben als erstes, das würde für ein Level Up reichen. Deswegen habe ich ihn so ganz komisch auf dem Bildschirm gestarrt, aber nö, tut's nicht. Tut's leider nicht. Schade. So, der Vogelfänger Klaus. Upsi, na super, das kann ich auch nur einschläfern am Feierabend. Naja, dann schläfern wir es mal ein. Und wir sind auch kurz vom Level Up, das ist auch schon mal sehr gut. Sehr schön.
Gibt's eigentlich irgendwelche Pokémon, die nicht... Ach, hier, das gibt's doch nicht. Jo, Sandwirbel, jetzt geht's tausendmal daneben, ne? Ah. Hat ja eine Beere, cool. Ich überlege gerade, ob es eigentlich in den ersten zwei Generationen bis auf den legendären Vögel überhaupt noch Vögel gab, die nicht vom Typ Flug normal waren. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Arctos, Zapdos, Lavados sind die einzigen drei Vögel, die nicht dem Typ normal angehören. So, Nebulak Level 8. Ha. Kanimani Level 11, jawohl. Ja, ich möchte nochmal versuchen, es einzuschläfern. So. Sehr schön, ich durfte als erstes dran. Das Schöne ist, im hohen Gras waren die alle 1000 Millionen Jahre lang am Pennen. Und hier, zack, puff, erste Runde aufgewacht. What's up? Willst du mich eigentlich nur verarschen? Ah, naja. Egal. Doch, drei Angriffe. Na ja, gut. Sehr schön. Na, nochmal 14 P. So, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück ins Pokécenter und healen nochmal. Und dann gehen wir zum guten Falk. Ja, stopp, falsche Richtung. Bin doch gerade dran vorbeigerannt. So, dann heilen wir mal wieder. Wunderbar. Da sind sie wieder topfit, so muss das sein. Yeah, Blue Boy. Da ist der Falk. Ich würde sagen, ich bin ready. Yeah. Und er schickt ein Taubsie in den Kampf. Das dürfte noch relativ gut machbar sein. Mit Level 7. Problematisch halt. Mit meinem Nebulak kann ich nicht wirklich viel anfangen. Was? Wieso das keine... Hä? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso das keine Wirkung? Was soll denn der Mist? Und gleich wacht's auf. Oh. Ich fange auch jetzt schon mal an, eine Raserei-Streak aufzubauen. Das heißt, ich werde beim zweiten Kampf nicht meinen... Dings einwechseln. Mein Nebulak. Denn sonst tut meine Streak brechen. Und so mit Raserei kann ich natürlich bei Falk jetzt einfach durchrasieren. Ah, aufgewacht, Tackle. Ja, drei. Das ist nicht so. Sieht schon besser aus. Sehr schön. Nebulak Level 9. Sehr, sehr schön. Kanimani. Noch lange nicht. Ich finde das Sprite deutlich schöner als die aus den ersten Generationen. Vor allem das von Taubos finde ich in der ersten Generation so unglaublich hässlich. Oh. Schlimm. Ah. Doch nur ein Two-Shot. Ich dachte eigentlich, es gibt sogar einen One-Shot. Aber leider nicht. Wunderbar. Das wollte ich sehen. Genau das wollte ich sehen.
Alle? Sehr schön. Fast anderthalb Level-Ups. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir den Lügelorden. Sehr schön. Und 900 Poké-Dollars. Nice. So, stärkt den Angriffswert deiner Pokémon. Das ist immer sehr gut. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Und da hat er noch was für mich. Die TM31. Und zwar... Die Lehmschelle. Das ist nicht schlecht. Immerhin tut sie die Genauigkeit und macht, also ist quasi der stärkere Sandwirbel. Von daher, das ist cool. Eine coole Attacke. Falk, bisheriger Sieger. Ich. Da würde ich sagen, genau an dieser Stelle werden wir das Spiel sichern. Ja. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's schon gut.